4 außerirdische Basen mit verschiedenen Funktionen hier auf der Erde. In ihnen dünne, kalte Wesen, wie sie beschrieben werden. Wir schauen uns heute die Ergebnisse des sogenannten Projekts 8200 an, eine streng geheime Untersuchung der CIA und des Stanford Research Institutes. Eine Suche nach Stützpunkten einer nichtmenschlichen Intelligenz und auf wen oder was sie dort gestoßen seien. Wie immer direkt nach dem Intro. Meine Lieben, erst in der letzten Woche berichtete ich euch von den neuesten Enthüllungen des Whistleblower-Anwalts Daniel Scheer. Außerirdische besäßen demnach Dutzende Unterwasserbasen. Man habe gar Videomaterial, UFOs, wie sie aus und ins Wasser hineinfliegen. In diesem Zusammenhang erwähnte er aber noch etwas anderes, nicht nur in den Weiten der Ozeane, sondern auch in unzugänglichen und hochgelegenen Gebieten existieren die Basen einer nichtmenschlichen Intelligenz. Oder ganz einfach gesagt, innerhalb großer Berge, verteilt rund um den Planeten. Und tatsächlich gab es ein Programm, das diese Alien-Stützpunkte schon längst identifiziert haben will. Schon vor Jahrzehnten. Schaut da mal rein. Das Projekt 8200. Ein Unterprogramm des Project Stargate. Der Versuch der US-Regierung, paranormale und übersinnliche Fähigkeiten einzusetzen. Für militärische und geheimdienstliche Zwecke mittels Fernwahrnehmung, dem sogenannten Remote Viewing. Ein Programm, das gleichermaßen von der CIA als auch dem SRI, dem Stanford Research Institute, durchgeführt wurde. Doch kaum jemandem ist das Projekt 8200 bekannt. Eine sehr viel geheimere Suche, ein gezielter Versuch, die Standorte außerirdischer Wesen zu ermitteln. Nicht irgendwo im weiten Weltraum, auf Exoplaneten oder Raumschiffen im Weltall, sondern hier auf der Erde. Und sie sind fündig geworden. Doch dazu später mehr. Dass wir überhaupt von Projekt 8200 wissen, haben wir dem ehemaligen Polizeibeamten Pat Price zu verdanken. Im Jahr 1973 begann er sich mit der Fernerkundung zu beschäftigen, suchte nach begabten Personen, führte auf eigene Faust ein kleines Fernerkundungsprogramm durch. Nicht ohne Grund. Price war nicht nur ein einfacher Polizist, sondern ebenfalls ein begabter Fernbeobachter und Auftragnehmer des Stanford Research Institutes. Das Remote Viewing Programm von Price sollte tatsächlich erfolgreich sein. Seine begabten Personen hatten über Monate hinweg die Anwesenheit Außerirdischer auf der Erde wahrgenommen. Mit all seinen Protokollen der Sitzungen wandte er sich schließlich an die Stanford University, genauer gesagt an Dr. Hal Puthoff, dem Leiter des Programms für außersinnliche Wahrnehmungen, das wir heute als das Stargate Project kennen. Dieser überprüfte akribisch die Protokolle von Price, setzte sogar seine eigenen Personen auf die Koordinaten an. Hatten Price Leute tatsächlich Außerirdische gefunden, hier auf der Erde? Erst im Jahr 2017 wurde offiziell bekannt gegeben, dass es das Project Stargate tatsächlich gab. Und ja, die CIA und das SRI suchten tatsächlich nach Aliens, erkundeten sogar den Planeten Mars. Projekt 8200 sollte dann aber die Anwesenheit Außerirdischer hier auf der Erde bestätigen und ihre Standorte. Und nach allem, was wir wissen, sollte es ihnen auch gelungen sein. Die INSCOM Stargate Fernbeobachtungseinheit in Fort Meade in Maryland. Die begabtesten Medien des Stargate Projects. Sie sollten herausfinden, ob die Ergebnisse von Pat Price stimmen könnten, im Rahmen eines neu initiierten Challenge Target Programms, das Projekt 8200.
Am Ende sollte es die Fernerkunder an die Grenzen ihrer Kräfte bringen. Ihre Ergebnisse seien so schockierend gewesen, dass die Aufzeichnungen und Protokolle ihrer Sitzungen nie den offiziellen Weg in der Befehlskette nahmen. Der Grund dafür sei das Wissen um insgesamt 4 außerirdische Stützpunkte, hier auf der Erde, innerhalb großer Berge, verteilt auf dem ganzen Planeten. Frederick Atwater, ein Autor, der jahrelang zum Projekt 8200 recherchierte, beschreibt es uns so. Die Fernerkundungen beschreiben uns 4 Standorte, bei denen es sich vermutlich um UFO-Stützpunkte handelt. Die Standorte sind in hohem Maße vor ihrer Entdeckung geschützt. Sie unterstützen sich gegenseitig in ihrem Zweck und verfügen über eine fortgeschrittene, nichtmenschliche Technologie. Zu den Zwecken dieser Stützpunkte gehört ebenfalls eine Überwachungsfunktion, Beobachtung, Lokalisierung, Weiterleitung und Navigation. Nach Einschätzung militärischer Experten stellen die 4 Stützpunkte keine Gefahr dar. Die Daten deuten ebenfalls darauf hin, dass die Standorte möglicherweise nicht immer besetzt sind. Weitere Daten weisen darauf hin, dass sie in irgendeiner Weise mit einem unbekannten Objekt im Weltraum verbunden sind. Einer der Fernbeobachter berichtete, dass es noch weitere dieser Stützpunkte gibt, einige davon auf dem Meeresboden. Jetzt wollen wir natürlich alle wissen, wo sich denn diese 4 Alien-Stützpunkte befinden sollen und was die Medien dort erblickt haben wollen. Ich blende euch dazu immer die jeweiligen Namen der Fernbeobachter ein und natürlich die Standorte. Wichtig zu erwähnen ist noch, dass die entsprechenden Erkunder nie miteinander gesprochen haben oder irgendwie in Kontakt zueinander standen. Und doch beschreiben sie so alle ziemlich das Gleiche. Aber seht wie immer selbst. Pat Price, einer der bekanntesten Fernbeobachter, berichtete als erster über die Existenz einer außerirdischen Basis unter Mount Hayes. Price beschrieb, wie er künstliche Strukturen unter dem Berg sah, darunter Röhren, Tunnel und hochentwickelte Ausrüstung. Darüber hinaus berichtete er, seltsame humanoide Kreaturen gesehen zu haben, die neben Militärangehörigen arbeiteten. Das Ziel liegt tief in einer Bergkette, in einer öden Gegend. Es ist praktisch unmöglich, dorthin zu kommen. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Dort sind so etwas wie technische Konstruktionen. Ich kann aber selbst für die rudimentärsten Teile keine Begriffe dafür finden. So etwas wie Röhren, ovale Formen, Behälter, Massen an Elektronik, irgendeine Art von Gitterwerk. Ich kann es nur annähernd mit diesen Worten beschreiben. Es ist wie ein Durcheinander von Drähten, wie elektronische Bauteile, etwas, das ferngesteuert wird, etwas Röhrenförmiges und etwas Kreisförmiges. Ray beschreibt einen hohlen Berg, das Klima dort sei kalt. Er will dort schnelle metallische Schiffe gesehen haben, ebenfalls kleine Menschen. Er nennt sie dünn und emotionslos, als wären sie programmiert. Sie hätten sich unheimlich angefühlt. Charlene Cavanaugh, Paul Smith und Mel Riley sind die weiteren Fernerkunder, die im Mount Hayes ebenfalls die Anwesenheit nichtmenschlicher Wesen beschreiben. Dieser Standort beherbergt sehr viel mehr Wesen. Ehrlich gesagt habe ich erwartet, dass dieser sehr viel weniger bietet. Zum einen sind hier Wesen der 3 anderen Standorte vertreten, wie ein Rast- und Erholungsgebiet. Es gibt Fahrzeuge von allen anderen Standorten. Hier werden auch die Flüge kontrolliert. Das Zielgebiet liegt unter der Erde. Ich nehme einen Eingang zum unterirdischen Bereich wahr. Ich habe ein sehr unheimliches Gefühl für dieses Ziel, aber es stellt keine Gefahr dar. Es scheint defensiver Natur zu sein. Ich verspüre ein Gefühl der Kontrolle, des Schutzes und des Wartens. Sehr wenig Aktivität, sehr wenige Menschen, dafür umso mehr von den anderen.
Im Startbereich gibt es mehrere lokale Einheiten, Fortbewegungsmittel. Sie verfügen über ein Antriebssystem, das wie ein künstliches elektromagnetisches Feld aussieht. Überall in der Gegend gibt es so etwas wie Detektoren. Es war mal eine natürliche in den Felsen verlaufene Höhle. Ich sehe so etwas wie Drähte. Sie führen zu weißen Boxen. Es ist eine Art Raster. Ich sehe auch eine Art Fußabdruck. Da sind eine Art Gitter, riesig, sich nach oben drehend, mit Kanten versehen. Alles ist wie ein Spinnennetz miteinander verbunden. Ein extremes Hochfrequenzrelais. Hier arbeiten mehrere. Auch hier handelt es sich um ein röhrenförmiges Gittersystem. Es dient zur Ionisierung einer Luftschicht. Landmassen und Gebirgszüge. Hier sind zwei oder drei unterschiedliche Gebirgszüge beteiligt. Das Ziel ist nicht freigelegt, sondern vollständig begraben. Es gibt überhaupt keinen Eingang. Ein riesiges Objekt in der Mitte ragt gerade aus dem Boden heraus. Dieses Objekt ist mit allen anderen Standorten verbunden. Es gibt so etwas wie schwarze Kisten dort. Sehr fortgeschritten. Eine Art Elektronik, wie ich sie noch nie zuvor gesehen habe. Es gibt dort ein Konzept von Kontrolle, Befehl und Kontrolle. Es ist natürlich immer so eine Sache. Wir haben weder physische Beweise noch Fotos oder Videos. Es sind lediglich die Aussagen von Personen, die aber hin die CIA und das Stanford Institute für so begabt gehalten hat, dass Millionen in sie investiert worden sind. Steckt da also weitaus mehr dahinter? Sind es tatsächlich die Standorte außerirdischer Basen hier auf der Erde? Schreibt mir wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn euch die heutige Info gefallen hat, so freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben und abonnieren natürlich nicht vergessen. Wir sehen uns dann auch das nächste Mal wieder. Bis dahin, Augen auf!